Und herzlich willkommen zurück bei meinem Minecraft Survival Build. Hi, guten Tag. Frohes Neues, keine Ahnung, ist ein bisschen sehr spät. Ist mir bewusst, wir haben schon Mitte Januar. Aber hey. Hi. Ja, ich bin's mal wieder. Und wir beginnen jetzt das Jahr. Ich habe mir jetzt ein bisschen überlegt, zwischen letzter Folge und dieser Folge, wie ich denn nun die Sachen angehen wollen würde. Ich habe ja schon gesagt gehabt in dem Neujahrsvideo, dem Weihnachtsvideo eher gesagt, dass ich finde schön, Sachen zu bauen und so weiter, aber das Problem ist immer, ich begebe mich so ein bisschen diesen Druck, irgendwas zu bauen, weil ich dann diese Cinematics machen will und so weiter. Und wenn ich dann mal nicht die Zeit habe, sondern nur mal ein halbes Stündchen irgendwie spiele, dann kommt halt selten was zusammen, was irgendwie größer ist. Wodurch die Folgen immer länger dauern und dann, alles ein bisschen ungünstig. Deswegen machen wir das jetzt, also würde ich jetzt versuchen, das ein kleines bisschen anders zu machen. Als allererstes tue ich euch trotzdem mal in meine Kamera. Guten Tag. Ja, genau. Was habe ich jetzt im Allgemeinen irgendwo vor? Ich würde sehr gerne, dass wir in der Lage sind, oder dass ich in der Lage bin, ein bisschen vielleicht auch kleinere Folgen zu machen. Also, dass wir wirklich ein bisschen runtergehen in dem Scope, den eine Folge hat. Ich weiß, es gab schon Folgen, wo ich beispielsweise mal nur die Windmühle gebaut habe oder irgend sowas. Aber dass wir vom Scope her noch ein bisschen zahmer werden, weil dann kann ich mich vielleicht auch mehr motivieren. Ich muss es am Ende des Tages natürlich probieren, dass ich am Ende die Motivation rauskriege, um hier noch ein bisschen dann auch entsprechend die Energie reinzustecken. Genau. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt erstmal so werden, dass wir so ein bisschen vielleicht erstmal in Richtung Show and Tell gehen. Also ich habe jetzt für diese Folge noch nicht unbedingt viel gemacht. Aber dass ich einfach mal kurz zeige, was ich gemacht habe, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen in die Planung gehen und ich vielleicht in der nächsten Folge einfach zeige, was ich aus der Planung gemacht habe oder sowas. Vielleicht ist sowas erstmal eine Möglichkeit. Ich werde ein bisschen experimentieren, also es wird sich leicht ändern. Ich mag dieses Intro immer noch, so praktisch so ein bisschen diese Cinematic Shots, die dann in die Folge leiten, sage ich mal. Ich finde das immer noch schön, ich möchte das gerne beibehalten. Ich würde halt gerne ein bisschen andere Sachen ändern. Es wird immer mal ein Timelapse kommen, aber vielleicht nicht so häufig am Ende des Tages. Mal schauen. Genau. Gut. So viel erstmal da dazu. Das war jetzt ein sehr schnelles Intro. Ich habe gedacht, ich brauche länger dafür Zeit. Egal. Ich würde jetzt einfach mal kurz zeigen, was ich diese Folge gemacht habe. Also was ich jetzt bisher gemacht habe. Ich bin am Überlegen, ob ich kurz warte, bis ich schlafen gehen kann. Es könnte, ja, wir warten kurz und dann zeige ich kurz, was ich gemacht habe. So, ansonsten, wie eben schon gesagt, ich würde gerne ein bisschen Richtung Planung gehen. Ich würde gerne ungefähr besprechen, was ich vorhabe, bis zur nächsten Folge oder in der nächsten Folge zu machen, je nachdem, wie ich Lust, Laune, Zeit und alles Mögliche habe. Und dann schauen wir mal, dass wir das irgendwie dann nächste Folge umgesetzt kriegen, die hoffentlich eher kommt. Ich weiß, ich habe es schon 5-mal angekündigt und bisher nicht durchgesetzt. Ich hoffe trotzdem, dass ich ab jetzt irgendwie so ein bisschen in Richtung kurze Streams gehen kann. Also, dass wir wirklich mal so 1-2 Stunden Streams nur machen, aber nicht mehr. Dass ich mich erstmal zwinge, dass das erstmal die Zeit ist, die ich ungefähr machen will. Nicht 3 Stunden wie bisher, die dann teilweise länger werden, sondern dass das Ziel so ungefähr 2 Stunden maximal sind. Und vielleicht auch mal wirklich nur ein Stündchen. Und wir dann einfach mal schauen, dass wir irgendwie ein bisschen Kleinigkeiten bauen. Ein bisschen mal hier was verbessern, mal da was verbessern. Irgendwie so. Und wenn es nur irgend so ein kleiner Zwischenraum ist, der sich langsam ein bisschen erweitert oder irgend sowas. Sowas ist ja auch ganz schön. So, ich würde jetzt gerne langsam schlafen gehen. Ich kann auch mal das hier schon mal ausmachen. Es sieht so... Jetzt. Okay, ich wollte schon sagen. Es sieht so aus, als sollte ich mittlerweile schlafen können. Gut. So, ich nehme mein Bett wieder mit.
Ja. Im Moment ist es ein bisschen dunkel, das wird hoffentlich gleich ein bisschen heller. Ich habe hier links diese Seite weitergebaut. Etwas, was ich glaube sogar in der letzten Folge gesagt habe, dass das immer noch nicht fertig ist, dass das mich so ein bisschen stört. Ich habe jetzt Energie und Zeit reingesteckt und habe jetzt mal hier den Weg vollendet. Der Weg ging ja vorher nur bis hier. Hat sich hier praktisch ja wieder reingeschlängelt und das war's. Und bis hierhin war alles fertig. Und der Rest, den habe ich jetzt noch ein bisschen zugebaut. Das heißt, ich habe die Mauer noch ein bisschen texturiert, habe Weg gebaut, habe Baum gebaut und habe hier die Seite auch noch ein bisschen durchtexturiert am Ende des Tages. Also mit Vegetation und Pflanzen und was halt dazugehört, ne? Jetzt wird es auch ein bisschen heller, jetzt kann man ein bisschen besser sehen. Ich stelle mich nochmal hier so hin. So, ne? Ich habe auch mir gesagt gehabt, weil wir haben ein kleines Problem. Hier hinten, wie ihr seht, hier hinten wäre ziemlich viel hell und einfach nur weiß, ne? Weil Wolken, Himmel, wie auch immer. Liegt daran, dass hier hinten dieses Terrain ist auf der gleichen Höhe wie das hier. Das heißt, es erstreckt sich nicht nach oben hinweg, es wird nicht höher und dadurch haben wir keine Tiefe, die hier hinten irgendwie eine Abgrenzung schafft, sodass wir das Gefühl haben, ah, guck mal, da hinten ist nochmal irgendwas, was hier hinten das Gebiet abgrenzt in gewisser Weise, dass man weiß, ah, okay, da hinten geht's weiter. Das ploppt irgendwann rein, wenn ich ein bisschen näher gehe. Aber selbst dann, wie ihr seht, ist das relativ niedrig, das ganze Gebiet. Ich stelle mich hier kurz hin. Weil wir haben zwar hier einen Wald mit ein bisschen Hügeln, aber es ist trotzdem relativ flach, das Ganze. Aus diesem Grund habe ich mir gesagt, um das so ein bisschen mehr auszuweiten, ich setze hier einen Baum hin. Dieser Baum macht komplett hier hinten dicht und verhindert, dass, wenn man hier hinten praktisch die Bäume sieht, ist es komplett dicht. Man sieht hier hinten, okay, ja, hier hinten tut sich was, ne, Art Parallax-Effekt. Hier oben ist praktisch dann die Abgrenzung, dass man wirklich sagt, okay, hier ist die Mauer, okay, da drüber ist der Himmel und danach geht es praktisch hier drüber, flupp, direkt zu den Häusern rüber. So dass man wirklich das Gefühl hat, okay, der Himmel ist vom Boden irgendwie jetzt mal getrennt und zwar über dem Blickfeld. Was mir so ein bisschen wichtig ist, weil wenn ich jetzt hier gerade stehe, ist das mein mittleres Blickfeld, sage ich mal. Und normalerweise würde hier schon der Himmel beginnen. Das heißt, es wäre wirklich so eine Delle, die da reinkommt in gewisser Weise. Und der Baum tut das jetzt ein bisschen aufwölben, sodass man, wenn man von hier guckt, man das Gefühl hat, alles klar, hier hinten geht es irgendwie noch weiter in gewisser Weise. Also hier ist ein Baum, ne? Vielleicht geht der Weg zu der Seite, vielleicht geht er noch da lang. Die Mauer sieht man hier nicht mehr, ne? Es öffnet sich alles nach da hinten. Der Baum verhindert einfach nur, dass man einen Haufen weiß oder blau oder was auch immer die Himmelfarbe gerade ist oder Wolkenfarbe, dass das praktisch hier nicht durchscheint. Genau, und ansonsten habe ich hier nochmal zwei kleine Bäume gemacht, einfach nur, um so ein bisschen die Straße zu füllen, dass es nicht so komplett leer ist. Auf der Seite haben wir es ein bisschen leerer, was vollkommen in Ordnung ist, weil hier sind die Felder, ne? Hier öffnet sich das ganze Ding sowieso. Hier hinten müssen wir aber trotzdem noch was machen, weil hier hinten haben wir den gleichen Effekt. Wenn ich mich nach hier stelle, kommen wir nämlich an genau das gleiche Problem. Hier hinten ist zu viel frei. Das heißt, hier an dieser Stelle müssen wir noch irgendwas machen. Das kann auch hinter der Mauer sein, das ist total egal. Was einfach nur verhindert, dass dieser Horizont so weit nach unten kommt. Der Horizont sollte ein bisschen höher liegen. Dadurch wirkt es nicht wie eine riesen Delle, in die man reinläuft, sondern da hinten geht es wieder hoch und man hat das Gefühl, man kommt in so ein, wie eine Art Tal, würde ich es wahrscheinlich am ehesten beschreiben, ne? Wo dann praktisch hier dieses Feld drin liegt. Das heißt, wir müssen hier hinten noch ein bisschen gestalten und Bäume draufsetzen. Und dann sollte das hoffentlich alles sich ganz gut einpflegen in die Landschaft. Genau. So. Das zudem. Nun würde ich noch sagen, ich habe jetzt 10 Minuten. Gut. Wir quatschen jetzt noch ein bisschen drüber, was ich jetzt gerne noch machen würde. Vielleicht machen wir noch ein, zwei kleine Sachen, aber wir werden mal schauen. Und zwar würde ich gerne hier hinten diese Seite als erstes ausbauen. Wir haben hier diesen Weg ja schon durchgeführt. Der ist auf der Seite im Moment noch nicht abgesichert. Also ist relativ leicht, hier einfach runterzufallen. Das müssen wir noch ein bisschen beheben, dass wir hier diesen Weg absichern. Vielleicht noch ein bisschen wirklich hier eine Mauer bauen oder sowas. Dann die verhindert, dass der Weg abfällt nach vorne, so wie wir es hier beispielsweise haben, dass wir die Mauer einfach hier vorne nochmal fortsetzen
Weil hier der Weg, das geht. Das ist ungefähr in Ordnung, würde ich sagen. Da machen wir ein bisschen Zaun hin und dann reicht das schon. Und dann kann man hier nach unten und kann praktisch hier unten stehen. Und ja, genau. Angeln, Boot, wie auch immer, was auch immer. Genau. So, also das wäre praktisch der Plan auf jeden Fall. Hier Mäuerchen, ein bisschen diesen tiefen Bereich von dem hohen Bereich abgrenzen, weil wir hier einen Weg haben, dass es halt nicht so aussieht, als könnte man hier einfach in seinen Tod fallen. Genau, das wäre ein Plan. Dann würde ich gerne noch hier hinten das Gebiet irgendwie ein bisschen zubauen, sodass wir bis nach hier hin zu dieser Schwelle, ist so mein erstes Ziel, dieses Gebiet gestalten. Das heißt, wir haben hier auf der Seite haben wir ein bisschen felsigeres Gebiet, was so ein bisschen nach oben geht und enden dann, wie gesagt, hier. Grund dafür ist relativ simpel. Hier in der Bereich muss auch noch irgendwann gemacht werden, aber hier in dem Bereich sieht man nicht. Also jedenfalls nicht so schnell von den ganzen Blickwinkeln, die ich irgendwie versuche herzustellen. Weil mein Ziel wäre, ich möchte gerne hier langlaufen können. Und ihr seht, ne, das verhindert das. Möchte hier gerne runterlaufen können. Und dann seht ihr, hier kommt der Baum. Und wenn ich weiter runtergehe, schiebt sich das wieder davor. Das heißt, über diesen Bereich sehen wir aktuell erstmal gar nichts. Und können praktisch hier diesen kompletten Weg, dass man hier nach oben laufen kann, komplett gestalten. Und es funktioniert, wenn wir nur bis hierhin machen. Deswegen ist das erstmal das erste Ziel. Um praktisch diese Seite der Mauer und alles Mögliche noch ein bisschen zusammenzubringen, sodass wir dann hier diese Flussseite fertig machen können. Und danach ist eigentlich mein weiterer Plan, hier vorne diese Gebiete in Anführungsstrichen abzuschließen. Das heißt, wir haben hier noch so ein bisschen Randgestaltung, die wir brauchen am Fluss. Wir haben das gleiche Problem hier drüben, wo wir sogar noch ein bisschen interessantere Gebiete haben in meinen Augen, weil ich weiß nicht, was mich hier geritten hat, aber hier habe ich einfach ein Stück vergessen. Ich weiß nicht. Hier vorne, das ist gestaltet. Das hier ist gestaltet. Und dann ist dieser Bereich hier, der einfach null gestaltet ist. Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe es einfach vergessen. Hier vorne kann ich es noch eher verstehen, weil hier vorne ist wahrscheinlich dieser komplette Bereich zum Fluss ist noch offen. Aber warum ich das vergessen habe, keine Ahnung. Wir können auch... Moment, dann machen wir das vielleicht gleich mal als erste Amtshandlung. Wir kümmern uns ein bisschen drum, hier dieses Gebiet zu gestalten. Vielleicht können wir das diese Folge noch machen. Dass wir wirklich so ein ganz... keine Ahnung, ich würde es jetzt nicht Live-Building bezeichnen, aber halt trotzdem irgendwie ein bisschen gestaltungsmäßig unterwegs sind. Und ihr seht, es neigt sich alles so langsam am Ende. Ich muss auch mal wieder Sachen sammeln. Ich habe jetzt zwischen den Folgen hatte ich, was hatte ich gesagt? Ich habe Gravel gesammelt gehabt, genau. War Ewigkeiten unterwegs und habe Gravel und alles Mögliche gesammelt, um ein bisschen der Lage zu sein, wieder Straßen und Wege zu bauen, weil ich wirklich nur noch wenig hatte. Das war nicht gerade gut, was da noch übrig war in den ganzen Kisten und so weiter. Genau, so, warte mal, wir machen auch mal hier so ein bisschen. Ich würde das trotzdem als, wie soll ich sagen, als so ein bisschen Flussufergebiet ja lassen wollen. Das heißt, ich würde hier unten in dem Bereich weniger Gras machen wollen, in dem Hintergedanken, dass dieser Fluss halt auch mal ansteigt und wieder abfällt von der Wasserfläche, die er trägt. Und hier vorne das komplette Gebiet ist ja auch komplett grasleer. Es sind ein paar Büsche, es gibt so ein bisschen so kleine Grassachen, die werden wir beibehalten. Aber ansonsten würde ich es wirklich gerne so ein bisschen als... hier ist Matsch, hier kommt es ständig zu, nicht Überflutung, aber zu, wie soll man sagen, Wasserübertretung? Nee, ist ein doofes Wort. Ich habe keine Ahnung, was man sagt. Worte. ja, genau. Wir machen das auf jeden Fall so ein bisschen, hier irgendwie, dass wir das bisschen nach oben gestalten. Und dann würde ich noch ein bisschen das Weizen, was wir hier haben, würde ich auch noch ein bisschen nach unten legen wollen. So ein bisschen so ein paar kleine Ausleger, die sich hier nach unten verirrt haben. Habe ich noch Weizensamen irgendwo? Ja. So 3, 4 habe ich noch. Dann machen wir das vielleicht mal als erstes. Dann habe ich nämlich ungefähr eine Ahnung, wo ich das hinmachen würde. Und dann, ups.
machen wir mal hier nochmal. Und das war doof, das wollte ich nicht. Okay, das ist ungünstig. Der Sand muss weg. So, genau. Gut, und dann machen wir das einfach so ein kleines bisschen mit so kleinen Ausläufern, wo mal so ein bisschen Weizen sich noch nach hier unten verirrt hat, was einfach von der letzten Saat sich fortgetragen lassen hat oder irgend sowas. Und dann sollte das hoffentlich ganz schick aussehen und so einen schönen Übergang auch schaffen. Wir brauchen auch noch ein bisschen Stein, würde ich sagen, in dem Ganzen, dass wir nicht nur sagen, wir haben Erde und so weiter da unten, sondern dass wir wirklich auch zeigen, okay, hier ist wirklich viel weggewaschen und es geht teilweise bis auf den normalen Stein hinunter. Das ist, glaube ich, nämlich keine schlechte Idee. Dass wir hier halt einfach irgend sowas immer mal zwischensetzen. Das reicht dann schon. So, machen wir hier auch nochmal. Irgendwie so. Genau, und dann muss man jetzt hier mal gucken. Mache ich das mit Pflanzen oder mache ich das... Ja, wir machen den hier nochmal weg. Machen hier auch nochmal sowas. So ein bisschen, kleines bisschen flacher aussieht. Mhm. Okay, machen wir von dem Bereich gleich noch mit. Vom Flussufer und dann... Ich bin am überlegen, wir könnten hier so einen kleinen Graspatch lassen. So ein kleines bisschen, so ein kleines Gebiet, wo das Gras immer noch versucht, sich irgendwie durchzukämpfen. Und es auch irgendwo natürlich dann schafft, aber halt nur allmählich und langsam. Hier brauche ich nochmal ein paar Slabs. Machen wir jetzt einfach noch ein bisschen einen sanfteren Übergang hier in gewisser Weise. Ich glaube, das kommt gar nicht schlecht an. Genau. Okay, dann machen wir das hier noch ein bisschen. Und dann haben wir hier diesen Graspatch, wie gesagt, und machen wir den Bereich hier hinweg. Und dann bleibt das hier der Graspatch und der Rest wird so ein bisschen übergangsmäßig was anderes. Genau, machen wir das noch. Ich würde eigentlich wirklich gerne nochmal irgendwo einen Stein reinsetzen, einen bisschen größeren. Wir nehmen einfach mal ein paar Sachen mit und gucken mal, was wir hier machen können. Okay. So, und zwar würde ich hier gerne noch ein bisschen größeren Stein reinsetzen, um das Gebiet so ein bisschen abzugrenzen, dass man wirklich... Weil hier geht es ja im Moment gerade nach unten. Hier vorne haben wir diese Abgrenzung durch diesen Überhang, sage ich mal. Und hier die Steine, die so ein bisschen verhindern, dass das Feld sich weiter nach hier hin ausbreitet. So was Ähnliches würde ich gerne hier nochmal machen. Das heißt, wir machen irgendwie... Ich weiß noch nicht wie, das ist alles ein Experimentier- und Lernprozess bei mir immer. Wir versuchen das einfach so ein bisschen nach hier oben zu kriegen, diesen Stein. Und schauen einfach mal, wie das am Ende aussieht. Habe ich noch irgendwo... Wahrscheinlich in irgendeiner der anderen Zigkisten, ja. Ich habe viel zu viele Schalkerboxen. Ich muss auch mal irgendwie besser werden in meinem Schalkerbox-Management. Da ist im Moment noch absolutes Chaos. Aber das war es, glaube ich, ja eh schon vorher immer. Das ist jetzt nichts Neues bei mir. Von daher. So, und das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, weil das zu weit hoch geht. Okay. Dann machen wir das einfach ein bisschen anders und setzen es ein bisschen nach hinten. Stattdessen. Also einfach irgendwie so. So. Ja, jetzt schiebt sich ein bisschen mehr nach hinten und dann können wir hier diesen Zwischenbereich nochmal mit Erde füllen, sodass wir da nochmal irgendwas draufsetzen können. Okay, dann auf der Seite würde ich auch nochmal ein kleines Steinchen hier reinbringen wollen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Wunderbar, das ist schön. Dann machen wir hier den nochmal weg und machen hier auch nochmal eine Slab rein. Weil hier daneben haben wir Weizen. Und das sieht so ein bisschen doof aus, wenn das Weizen direkt neben so einer extremen, nicht Steigung, aber, oh nein. Was habe ich jetzt gemacht? Das hier, ne? Ach ja, so. Okay.
Und dann machen wir hier die nochmal weg. Machen die auch nochmal zu, nicht Dirt, zu irgendeinem Dirt. Mhm. Und hier unten machen wir nochmal ein Steinchen rein. Was ruhig ein kleines bisschen höher sein kann. Nein. Sagte er und macht das Flachste hin, was er machen kann. Genau. So, und jetzt haben wir hier praktisch so ein bisschen das ganze Gebiet eingefärcht. Jetzt machen wir hier an der Seite noch ein bisschen den Ausläufer, um zu verhindern, dass es irgendwie weird aussieht. Und dann sollte das hoffentlich passen. So. Kurz gucken. Das Licht ist gerade ein bisschen doof. Aber ich glaube, das gefällt mir ganz gut, wenn wir hier wirklich sagen würden, wir machen hier einen größeren Stein hin, sodass es wirklich aussieht, okay, hier ist ein bisschen klippig, hier oben ist ein größerer Stein und wir haben hier dazwischen, was praktisch von hier kommt, so ein bisschen Erosion, die hier nach unten den Dreck so ein bisschen schwemmt vom Feld. Und hier haben wir auch praktisch dann diesen Überhang und diese anderen Sachen, wo es nach unten laufen kann. Ich glaube, das würde mir ganz gut gefallen. Weil dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen eine visuelle Begrenzung, die man dann sogar von hier sieht, wenn wir hier den Stein ein wenig größer bauen. Jetzt muss ich nur wieder gucken, dass ich irgendwie wieder Zeug wegsortiert kriege. Ohne das wegzupacken, was ich gerade brauche, was irgendwie gefühlt alles ist. Okay, gucken einfach mal, wie ich das hinbekomme. zu viele Schallboxen. Okay, wir packen die von hier. Wozu habe ich so viele Schalgeboxen eigentlich? Ich habe irgendwie von allem zig Sachen und schleppe die immer mit mir rum. Ich weiß nicht warum. So. Okay, wunderbar. Und dann bauen wir hier das größte Steinchen. Also das größte Felschen, Steinchen, Dingenskirchen. Einfach um das Ganze ein wenig mehr zusammenzubringen. Mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Und dann machen wir es einfach so. Dann würde ich hier wahrscheinlich das auch noch ein kleines bisschen hochbringen. Dann tun wir das hier so. Mal gucken. Okay, wirkt ein bisschen weird, weil hier vorne das zu steil ist. Das ist ungünstig. Das heißt, ich müsste hier das wahrscheinlich zu einem irgendwie Stein machen, der so ein bisschen nach hinten sitzt. Nee, oder nach vorne. Ich weiß nicht. Es gefällt mir nicht, dass es so hoch ist. Gefällt mir gerade überhaupt nicht. Was, wenn wir sowas machen? Das sieht besser aus. Jetzt wirkt es wirklich wie so ein kleines Hügelchen da und so ein kleines Steinchen, was da drauf ist. Gefällt mir besser. Okay. Und dann machen wir hier einfach nochmal, spannungshalber sowas, um das so ein bisschen zusammenzubringen. Das hier sieht ein bisschen weird aus, muss ich zugeben. Weil es so hoch, runter geht. Machen wir das hier. Das ist okay. Lassen wir so. Wunderbar. Okay. Und dann haben wir hier diesen Zwischenbereich und ich würde sagen, hier machen wir einfach nochmal ein bisschen Weizen dazu. Ist groß genug die Fläche, dass ich hier einfach sagen kann, ich mache noch ein klein bisschen Weizen rein. So. Zack. Und dann machen wir hier hinten die beiden nur dann mit normalem Dirt zu. Ja, genau. Geht das Weizen bis nach hier. Effektiv bis ins Haus ran. Und hier vorne machen wir dann einfach so ein bisschen, kleines bisschen nur dicht. Vielleicht setze ich hier auch nochmal ein Weizen rein. Ja. Genau. Okay. Wir können auch. Ich hab mehr als genug Baumwolle. Wir gucken einfach mal, wie das Ganze aussieht. So. Ich wünschte auch immer noch, es gäbe in Minecraft wesentlich mehr Deko-Pflanzen. Weil ich benutze jetzt hier beispielsweise Weizen als Deko. Ja, das ist sehr schön. Okay. Ich benutze Weizen als Deko, weil viele andere Möglichkeiten gibt es halt nicht von Pflanzen, weil ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber in meinen Augen passen viele Sachen farblich einfach überhaupt nicht zusammen. Ich kann euch ein Beispiel geben. Wenn ich meine Chest kurz aufstelle,
Und zwar haben... haben wir ja mehrere Tall Flowers. Wir haben Sunflowers, wir haben Peonies und wir haben hier unsere schönen Lilacs und so weiter. Aber aus irgendeinem Grund haben sie beschlossen, die Farbgebung ein bisschen durch den Wind zu bringen, in meinen Augen. Die Lilacs haben ein dunkles Grün, was sich so nirgendwo widerspiegelt. In allen anderen, in Gras nicht, in Leaves nicht und so weiter. Selbst wenn ich Spruce Leaves nehme, passt das nicht dazu. Ich weiß nicht warum. Es ist so diese dunkle Farbe und danach dieser helle Kontrast. Ich krieg den nirgendwo eingearbeitet. Ich würde es gerne, aber es sticht für mich immer zu künstlich raus, weil es auch ein Block ist. Du kannst ja nicht durchgucken durch das Ding. Es ist ja wirklich eher so eine Art Strauch. Und find ich echt schwierig. Ich habe das gleiche Problem, habe ich ja auch mit Berrybüschen. Weil Berrybüsche haben genau das gleiche Problem. Die sind eigentlich auch viel zu dunkel. Die passen nicht richtig dazu. Selbst wenn ich hier Spruce Leaves reinpacke, es ist aus irgendeinem Grund nicht reflektiert in dem Grün hier. Es ist wieder so, ich weiß nicht. Ich will keinen Einheitsbrei, aber ich wünschte mir trotzdem, die Sachen wären ein bisschen mehr zusammen, was Farben angeht. Weil das macht es für mich am Ende des Tages leichter, sie mit zu incorporaten. Ich habe bei Rosen schon teilweise Probleme, aber Rosen gehen immer noch, weil die sehr durchsichtig sind. Aber sobald das Blöcke werden, schwierig. Absolut schwierig. Und genau das gleiche übrigens bei Sonnenblumen. Sonnenblumen haben einen absolut hässlichen Sonnenblumenkopf, gucken nur in eine Richtung. Das heißt, von hier ist es einfach nur grün. Und es ist so ein dünner Strauch mit dünnen Blättern, den ich schlecht einarbeiten kann. Ich hatte schon überlegt, ob ich irgendwie eine Art, also ob ich mir ein Texture-Pack bastle, wo ich anstatt einer Sonnenblume mehrere Sonnenblumen in ein Feld setze. Also so random halt. Dass mal zwei sind, mal eine kleinere oder irgend sowas noch mit dabei ist. Weil nur ein Kopf auf einer Sonnenblume, wir haben Sonnenblumen im Garten jedes Jahr. Die Sonnenblumen haben mehrere Köpfe. Die Sonnenblumen weiten sich aus, die gabeln sich teilweise. In der Hinsicht weiß ich nicht. Ich finde die Vanilla-Sonnenblumen schwierig. Aber ich will auch irgendwo kein Texture-Pack machen. Weil wenn ich ein Texture-Pack mache, dann bin ich in gewisser Weise wieder so weit, dass ich sage, okay, ich designe jetzt um ein Texture-Pack drumherum. Was es schwierig macht, wenn ich dann einfach mal irgendwann, keine Ahnung, nicht das Texture-Pack update oder die Welt mal von jemand anders gesehen wird, der das nicht hat, dann ist das ein Problem. Dann sieht es unter Umständen blöd aus. Das ist der Grund, warum ich mich beispielsweise hier auch voll drauf konzentriert habe und gesagt habe, okay, ich baue das ganze Ding in Vanilla. Weil wenn ich jetzt... Ich habe kein Gras mehr. Wenn ich jetzt sagen würde, ich kümmere mich hier drum, dass ich ein Texture-Pack mache für die Welt und alles, was ich irgendwie brauche an Texturen dazufüge, dann ist das halt wieder nur für mich und ich baue mein Texture-Pack drumherum und sobald das mal raus ist, sieht es doof aus. Und meine Ambition ist eigentlich, dass ich hier diese Welt so baue, dass sie ohne Texture-Pack schön aussieht und mit Texture-Pack schön aussieht. So ein bisschen mein Plan. Kommt natürlich immer aufs Texture-Pack drauf an, manche Texture-Packs werden trotzdem blöd aussehen, definitiv. Sowas kann man nicht verhindern. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich trotzdem versuchen, würde ich gerne versuchen, das Ganze in der Art und Weise zu haben, dass ich, Worte sind weg. Moment, nur kurz sammeln. Ja, ich hätte es gerne so, dass man, egal wie man an diese Welt kommt, wie man hierher kommt und so weiter, dass es für alle schön aussehen kann in Vanilla. Und auch so ein bisschen, was ich jahrelang gemacht habe, ist, ich habe sehr oft Texture Packs verwendet, wenn ich gebaut habe. Hatte den Hintergrund, ich wollte gerne wesentlich mehr Möglichkeiten haben. Ich hab mich drum gedrückt, in gewisser Weise Vanilla Minecraft schön aussehen zu lassen.
da haben wir gesagt, okay, ich nehme einfach ein Texture Pack. Und dieses Texture Pack kümmert sich dann schon drum, dass, ja, dass das alles am Ende schön aussieht. Ne, ich habe die Blöcke, ich habe einen Haufen Farbpaletten und so weiter. Ich kann die Sachen schön ineinander übergehen lassen. Das ist schön und gut, aber hat halt diesen riesengroßen Nachteil, dass alles, was ich mache, dann an dieses Texture Pack gebunden ist. Und genau diese Situation hatte ich. Das Texture Pack wurde nicht fortgeführt. Was macht man dann? Dann sieht teilweise ein Großteil von dem, was man gemacht hat, blöd aus. Deswegen war ich auch ein bisschen sauer, als Minecraft beschlossen hat, Holztexturen anzupassen. Von beispielsweise Dark Oak und so weiter. Weil kann Sachen kaputt machen. Sachen können dadurch doof aussehen, in meinen Augen. Wenn man es halt auch bisher anders gemacht hat und anders genutzt hat. Ja. Aber nun gut. Deswegen, wenn ich es verhindern kann, verhindere ich es und nehme einfach Vanilla Minecraft, so gut es geht. Genau. So. Keine Ahnung, was das jetzt gerade für ein Rant war, in gewisser Weise. Er kam irgendwo her. Ich weiß nicht woher, aber er kam irgendwo her. So, habe ich hier, habe ich auch Lilacs, ne? Da habe ich so eine einzelne stehen. Dann machen wir hier nochmal eine einzelne irgendwo hin. Nee. Da. Ja, das ist okay. So, jetzt muss ich nur gucken. Ich habe schon wieder kein Gras mehr, aber hier unten würde ich eh gerne eigentlich noch einfach nur so ein, zwei Blümchen noch hin. Na gut, hier oben brauche ich noch Gras. Okay. Ich sammle nochmal ganz kurz was von der anderen Seite. Okay, und dann tun wir nämlich die Folge auch beenden, weil ich sehe gerade, ich habe schon über 30 Minuten, was sehr lang ist. Und es kann leider sehr schnell passieren, wenn man, in Anführungsstrichen jetzt mal live baut und so ein bisschen eher Richtung traditionelles Let's Play geht das ja hier teilweise, was ich jetzt gerade mache. Aber es kann auch mal so sein. Und ich will ja eh ein bisschen experimentieren. Gut, habe ich noch dabei? Ja. Okay, hier setze ich noch einen Slab hin. Hier oben muss noch ein Gras hin. Da. Und dann bin ich eigentlich durch. Jo, okay. Das heißt, Slab hier. Gras hier. Und wir sind fertig. Würde ich sagen. Wir haben dieses Gebiet jetzt hier schön eingepflegt. Vielleicht setze ich hier doch noch ein Gras hin oder ein Leaf, eins von beiden. Ganz kurz gucken. Von hier sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Von unten sieht das hier sehr braun aus. Das gefällt mir noch nicht ganz so. Hier hinten setze ich auch nochmal ein Gras rein und dann. Jo, das passt. Gut. Dann machen wir hier hinten nur noch das eine Gras und dann bin ich fertig. Und dann lassen wir das jetzt einfach so, wie es ist. Und ich bin halbwegs glücklich. Ich könnte noch eine kleine Sache machen. Also nur eine. Wir nehmen ein bisschen Moskapel. Und wir geben dem Gras hier unten noch ein bisschen Höhen und Tiefen, dass es nicht so komplett flach ist. Gut. Wunderbar. Supi, das war das. Einsortieren kann ich auch machen, wenn ihr nicht dabei seid. Dann würde ich sagen, ich beende dann jetzt diese Folge, weil ja, es ansonsten zu lang alles wieder wird. Okay, ich stelle mich jetzt, kann ich mich irgendwo hinstellen, wo ich das sehen kann, was ich jetzt gebaut habe? Hier, ne? Hier, so, ja, genau, gut, wunderbar. Stellen wir uns hier hin. Okay, ich bin ein bisschen in Stress geraten am Ende, aber ich würde jetzt sagen, wirklich, ich beende diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Wir haben aber trotzdem ein kleines Gebiet vollendet, was seit gefühlt einem Jahr jetzt so in diesem Zustand war. Und sowas würde ich gerne öfter machen. Einfach sagen, okay, ich vollende jetzt dieses kleine Gebiet. Wir machen das jetzt, oder wir machen irgendwie kleine Steps anstatt diesen großen, die wir vorher hatten, weil dafür fehlt mir im Moment einfach leider wirklich die Zeit. Genau. Aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich trotzdem jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
diese 35 Minuten von mir brabbeln. Und man sieht sich dann vielleicht in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir auf der anderen Seite wieder was machen, nicht auf dieser Seite. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Gehabet euch wohl, bleibt bitte vor allen Dingen gesund und bis dann.